we decided to book one of the most authentic and cool models for our new Christmas campaign. Boss is actually one of the most creative models I have ever met. I like. Was macht ein Hund hier? Stay tuned. Solche Trends sehen wir in allen Branchen unserer Kunden. Sie haben natürlich auch Auswirkungen auf die Verbindungstechnologie. Wir beziehen uns immer früher in die gemeinsame Entwicklung neuer Produkte ein. Das verstehen wir unter partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Auf dich ist immer Verlass. Du liebst das Anpacken und große Herausforderungen. Aber du fragst dich, wie meister ich Job und Familie? Wie bekomme ich mehr Zeit für meinen Kleinen? Gutes Leben in Familie und Beruf. Wir stehen für Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Wir stehen hinter dir. IGBCE. Das Bier oder der Wein zum Essen ist gesellschaftlich respektiert, wird sogar vorausgesetzt. Nichts Ungewöhnliches also. Ob es nun 2 oder 3 Gläser waren, darauf kommt es doch nicht an. Nicht ganz richtig. Verschließen Sie nicht die Augen. Schauen Sie hin und verharmlosen Sie das Trinkverhalten des anderen nicht. Denn nicht nur der übermäßige Konsum von Alkohol an sich ist gesundheitsschädlich. Unkontrolliertes Trinken kann darüber hinaus zu Stürzen, Unfällen und so auch zur Pflegebedürftigkeit führen. Unser Tipp: Holen Sie sich Hilfe. Befassen Sie sich mit dem Thema. Neben entsprechenden Internetplattformen bekommen Sie auch bei den zentralen Suchthilfestellen umfassende Informationen zur Krankheit an sich, den Symptomen sowie Therapieangeboten und Selbsthilfegruppen. Bereits auffällig ist, scheuen sich viele Angehörige, das Offensichtliche anzusprechen. Sie möchten keinen Streit provozieren. Sie haben Angst, den Betroffenen zu verärgern oder mit ihrer Vermutung falsch zu liegen. Sie schweigen und bleiben untätig. Unser Tipp: Befreien Sie sich aus dem Zwang des Alkoholkonsums des Betroffenen. Trinken Sie nicht mit. Spielen Sie nichts herunter. Machen Sie sich nicht zum stillen Kompliz. Der gefährdete Trinker muss sein ambivalentes Verhalten zum Alkohol selbst erkennen und dieses ändern wollen. Ihre Aufgabe dabei ist einfach. Handeln Sie partnerschaftlich. Seien Sie nicht autoritär und bevormundend, aber bleiben Sie konsequent in Ihrer Haltung. Haben Sie Geduld. Es wird einige Zeit vergehen. Angehörigen in solchen Momenten nicht allein. Tipp: Sprechen Sie mit dem behandelnden Arzt. Vielleicht ist die medikamentöse Behandlung nicht ausreichend. Darüber hinaus kann auch der Besuch bei einem speziellen Schmerztherapeuten Hilfe bringen. Unser abschließender Tipp lautet: Es ist nie zu spät. Eine Therapie ist in jedem Alter anzuraten. Man ist nie zu alt, um mit dem Trinken aufzuhören. Es ist erwiesen, dass Ältere ebenso von Beratungen und Behandlung einer Suchterkrankung profitieren wie Jüngere. Schauen Sie also hin. Verschließen Sie nicht die Augen vor der Gefahr oder dem Bestehen einer Alkoholabhängigkeit. Werden Sie nicht ungewollt zum Komplizen, zum Co-Abhängigen und schweigen Sie nicht. Das war meine kleine Auswahl an Filmen für New Yorker, für Böllhoff, für die IGBCE und für die AXA-Versicherung. Ich hoffe, sie haben Ihnen gefallen. Ich bin Christian Jakob, bin 47 Jahre alt, geboren in Hamburg und jetzt natürlich schon längst in der Best-Ager-Zielgruppe angekommen. Aktuell sehen Sie noch einige Fotos,
die ich im Auftrag meiner Agentur für namhafte Kunden gemacht habe und hoffe auch, diese gefallen Ihnen. Meine Hobbys sind neben sportlichen Aktivitäten wie Surfen, Schwimmen und Joggen auch die Musik. Ich singe sehr gerne, habe eine Ausbildung in klassischem Gesang absolviert, spiele Geige und Klavier. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen die Zeit vertreiben können und natürlich, dass Sie mich buchen. Mit herzlichen Grüßen an alle, die diesen Film gesehen haben. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.